Hallo ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr die Videos kennt, aber ich habe ja schon ein paar coole Kordel-Videos gemacht, wo man verschiedene Kordeln ganz schnell häkeln kann. Aber jetzt habe ich eine gesehen, die muss ich euch unbedingt zeigen. Die ist der Hammer. Was ihr dafür braucht, sind allerdings zwei gleiche Häkelnadeln. Also ich habe jetzt hier zweimal 4,5er und Wolle natürlich. Und die Kordel an sich ist wirklich einfach, aber der Anfang ist total tricky. Deswegen versuche ich euch das ganz langsam zu zeigen. Wenn ihr den Anfang habt, dann ist die Kordel ganz schnell gehäkelt. Aber der Anfang ist echt ein bisschen umständlich. Gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Also, ihr nehmt erst die erste Häkelnadel und macht nicht so eine ganz normale Luftmasche, sondern ihr haltet den Faden einfach fest und wickelt nur von unten einmal die Luftmasche so um, dass ihr den Faden so rumliegen habt. Dann holt ihr, also dann macht ihr das Fadenohr ein bisschen größer und holt euch den Faden raus. So, alles noch nicht stramm ziehen. Ihr seht ja hier, das sieht aus wie ein Brezel, ne? Da nehmt ihr jetzt euch nämlich die zweite Häkelnadel und stecht in das zweite Brezelohr und holt euch auch den Faden. So, dann sieht das Ganze so aus. Wie gesagt, nur der Anfang ist so tricky, danach wird es voll einfach. Ich mache den Anfang nochmal für euch, ganz langsam in Zeitlupe. Also keine normale Luftmasche machen wie sonst, sondern einfach nur einmal. Ach, jetzt habe ich es selber falsch schon gemacht. Seht ihr? Von unten. So, von unten und dann einmal die Häkelnadel quasi um sich selber drehen. Dann habt ihr eigentlich nur hier eine Schlaufe rumgelegt. Da holt ihr den Faden durch, zieht das aber nicht stramm, sondern ganz wichtig, diese Schlaufe bleibt erstmal locker. Da ist so ein Brezel und in das zweite Brezelohr schiebt ihr die zweite Häkelnadel, haltet den Anfangsfaden vielleicht mit hier unten mit der einen Häkelnadel fest und holt euch auch den Faden durch das andere Brezelohr. So. So sieht das Ganze dann aus. Dann dreht ihr immer so im Wechsel und jetzt geht ihr hier in diese Schlaufe vorsichtig rein und holt den Faden und zieht durch beide Schlaufen durch. So, dann wieder drehen. Da habt ihr auch die Schlaufe. Durchgehen, Faden holen, fertig. Wieder drehen. Ohne Kamera ist das ganz einfach mit dem Drehen. Wirklich versprochen. Jetzt habt ihr da zwei Schlaufen. Wir gehen aber immer nur durch die also durch die erste. Faden holen, wieder drehen, hier auch nur durch die erste Schlaufe, wieder drehen, durch die erste Schlaufe, drehen, durch die erste, Faden holen, durchziehen, drehen, durch die erste, Faden holen. Und das ist es. Also, ich habe ja gesagt, die Kordel geht total einfach. Nur der Anfang ist echt tricky. Schwierig. Ich mache mal ein paar Zentimeter, dann könnt ihr euch auch die Kordel gleich angucken.
Schaut mal, was das für eine schöne Kordel ist. Beenden würde ich jetzt einfach mit einer Kettmasche, können wir gleich mal machen. Aber guck mal, die ist ganz viereckig und so ein bisschen im Fischgrätenmuster. Ist die nicht cool? Ach, jetzt war es unscharf. Aber seht ihr, wie gerade und viereckig die ist? Und total fest, ne? Ganz stabil. Richtig cool. Ja, beenden würde ich tatsächlich dann erst bei der einen mit einer Kettmasche. Oder warte, die andere war dran. Oder vielleicht einfach beide nehmen. Beide auf eine Nadel, den Faden ein bisschen festziehen und eine Kettmasche. Dann ist das beendet. So, und abschneiden. Oh, ich finde die voll cool. Richtig cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nachmacht und Spaß habt beim Kordelnhäkeln. Das sind bestimmt auch schöne Armbänder für Kinder oder whatever. Macht's gut, ihr Lieben.